Heyo Leute, ich bin's wieder, euer Mr. Overload. Ja, in der letzten Folge haben wir über Methoden gelernt, was ist eine Methode, wie benutzt man sie und alles darum. Das heißt, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, guckt ihr euch mal an. Wichtig ist, ihr müsst das halt wissen, damit ihr programmieren könnt. Also, ich empfehle es euch. Und ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. So, viele von euch sollten jetzt schon aus dem Matheunterricht zum Beispiel den Namen Variablen kennen. Variablen x, y, Buchstaben halt, a ist gleich irgendwas. Könnt ihr euch bestimmt vorstellen? So ist das bei uns nicht. Wir haben andere Variablen. Es gibt ja Variablen, die können halt verschiedene Sachen bedeuten, für die, die es nicht kennen. Und ja, bei uns machen wir halt auch noch die Datentypen, dass wir halt zum Beispiel ein String die Sachen speichern können im Grunde. So, das erste, was wir jetzt lernen, ist der Integer, kurz genannt Int. Int, was macht das? Das speichert eine Zahl, sagen wir 1. So wird das Ganze formatiert. So, ihr seht, hier ist ein Fehler. Warum? Hier bei uns schreibt man noch den Namen hinzu, also wie der bei euch heißt. Machen wir den aber nicht XY, sondern wir können den nennen Hallo. So, ihr seht, das Ganze färbt sich gelb mit einer unterstrichenen Falschlinie. Warum das Ganze falsch genannt wird, ist jetzt, weil wir einen Fehler gemacht haben. Kein Schreibfehler, kein Tippfehler, sondern der Fehler ist, wir haben das nicht benutzt. Der Computer sagt, wir haben jetzt den Integer. Was wollen wir mit dem? Was soll der? So, ihr seht, wenn man jetzt hier das ausgeben will, sagt er, ist falsch. Bei uns machen wir normalerweise, wenn wir etwas ausgeben wollen, was eine Variable oder Datentyp ist, dann schreiben wir das ohne die Anführungszeichen. Das heißt, wir schreiben keinen Text, sondern halt die Variable. Das geht nicht mit einem Integer bei uns. Zweite Sache, natürlich mit einem Punkt 1,0 würde das nicht gehen, weil wir einfach das als eine ganze Zahl haben. Ganze Zahl können wir alle aus dem Matheunterricht, ganze, reelle Zahlen und so weiter und so fort. Also, er sagt, wie gesagt, ist falsch. Also, was machen wir jetzt? Bevor wir jetzt lernen, was wir damit machen können, ist erstmal, was ist das? Ein Integer ist etwas, was eine ganze Zahl ist, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, das heißt nicht 1,1, 1,2 und so weiter, sondern halt, wir nehmen den Integer, unseren Namen, gleich und dann eine ganze Zahl. Ganze Zahl kennen wir aus Matheunterricht, ganze, reelle Zahlen, sowas im Dreh halt. Und so, wenn wir jetzt da System.out.print ln schreiben, können wir das Ganze auch direkt einfügen. Das heißt, das muss mit Groß- und Kleinschreibung genauso sein. Wir können nicht einfach Hallo schreiben, wir müssen auf das große H achten. Das heißt, wenn ihr den irgendwie nennt, sagen wir 5, um Leute zu ärgern zum Beispiel, könnt ihr das machen. Dann wird der hier ausgeben, 5 ist gleich 1. Mathematisches Problem. Also sowas könnt ihr nicht machen. Das heißt, es muss wirklich einen Buchstabennamen haben. Das heißt zum Beispiel wie Steve. Steve ist gleich 1. Dann können wir Steve ausgeben. Können wir sagen, gib das mal in der Konsole aus. Sag mir, was ist Steve? So, das wäre der Integer. Das könnt ihr mit Zahlen machen. Das könnt ihr zum Beispiel mit Rekorden machen, wie viele Blöcke platziert und wie weit du gekommen bist. Es wird zum Beispiel irgendwie beim Spielmodus Bridge, wo du dich halt so vorwärts bauen musst, gut genutzt. Aber was wir als nächstes machen, ist ein Datentyp. Nämlich unser erster Datentyp wäre der String. Natürlich ist geschrieben wie im Englischen der Faden. Und ja, hier oben, ihr seht, hier ist auch schon ein String drin. Ja, den brauchen wir nicht. Das juckt uns immer noch nicht. Also das hat nichts damit zu tun, könnt ihr euch abschminken, da jetzt mal zu machen. Also das funktioniert
ungefähr wie der Integer, das ist ungefähr wie eine Variable. Ich habe ja am Anfang gesagt, ein Datentyp speichert etwas im Grunde. Das heißt, wir sagen String Hallo. So, dann haben wir den String zugewiesen, der wird wieder gelb, wieder nicht benutzt. Das heißt, jetzt ist das Interessante, dass wir den nicht dahinter mit einem Gleich ausgeben, sondern Hello. Also auf Deutsch natürlich, ich schreibe gerne auf Englisch, weil Erstprogramm Hello World, kennen vielleicht einige von euch, ist so ziemlich einer der ersten Java-Programme, die wir wahrscheinlich alle geschrieben haben. Und ja, darauf müsst ihr halt auch achten, wenn ihr das schon mal so ein bisschen in der Programmierszene etwas weiter seid, dann würde ich euch empfehlen, achtet immer darauf, schreibt richtig, im Notfall buchstabiert es einfach. Und ja, wir sagen jetzt Hallo ist gleich wieder in Anführungszeichen, wie wir es auch von den System Out from Print Ln kennen. Machen wir das in Anführungszeichen, sagen wir Hallo ist gleich Hi. So, dahinter einmal Semikolon, wie immer. Hallo wird zugewiesen, ist aber noch nicht benutzt. Das heißt, wir können wieder ein Sys Out from Print Ln schreiben. So. Sowas hier, das gibt's in Java. Ihr seht, funktioniert nicht. SysOut haben wir nicht. Sys.out auch nicht. Das heißt, wir müssen das wirklich bei uns ausschreiben. Das gibt's normalerweise in Java. Könnt ihr das so machen. Aber wir müssen das wirklich so machen. Also, wir machen dasselbe wie beim Integer eben. Das heißt, wir schreiben uns ein Hallo aus. Das heißt, wenn wir das jetzt machen würden, würde der sagen, der String heißt Hallo. Was ist Hallo? Was macht er? Hallo ist gleich Hi. Das heißt, wenn wir jetzt schreiben System.out.print neue Line, würde der sagen, statt Hallo, Hi. Wichtig hierbei darauf zu achten, es sind wieder die Anführungszeichen. Und ja, das wäre auch unser erster Datentyp, der kann Sachen speichern. Das heißt, ihr könnt sagen, das ist unser Prefix. Dann könnt ihr das hier zum Beispiel zu Prefix umändern. Und dann nennen wir hier auch das natürlich Prefix. Und hier auch. So, dann wird er unseren Prefix ausgeben. Aber wir müssen unseren Prefix natürlich noch benennen. Das macht ihr, indem ihr Shift und 3 drückt. Könnt ihr dann Farbe auswählen, wie im normalen Minecraft halt auch. Könnt ihr das zum Beispiel grau machen. Und dann könnt ihr euren Prefix bestimmen. Also was ihr wollt. Ich sag jetzt mal Prefix. Weil das Ganze halt ein Tutorial ist. Wir machen darüber eine Serie. Und ja, das wäre dann unser erster Prefix, beziehungsweise unser erster String. Ihr könnt nicht hier dieses Und-Zeichen machen, ihr müsst wirklich dieses Shift 3, also das nennt sich Paragraphen zeichnen. Das könnt ihr alle vielleicht auch aus dem Gesetzbuch. Und ja, das wäre unser erster Datentyp. Und ich würde sagen, wir gehen mal wieder zu einer Variable. Also, wir haben eben den Prefix gemacht. Jetzt lernen wir etwas, das heißt Boolean. Boolean schreiben wir so, genau so, können wir auch die Klassen. Und ja, den machen wir genauso wie den Integer, das heißt wir schreiben zum Beispiel, den nennen wir war, falsch geschrieben jetzt in dem Fall, oder halt richtig. Macht keinen Unterschied, weil Java halt auf Englisch ist, beziehungsweise Minecraft Plugins Programm. So, dann könnt ihr dahinter ein gleich true machen. Also, Boolean war gleich true. Ja, stimmt. Damit ihr euch aber nicht verwirrt, würde ich wirklich darauf achten, dass ihr einen ordentlichen Namen nehmt. Zum Beispiel tot. Wenn der und der Spieler tot ist, dann das und das. Und das könnt ihr dann wieder auch bei dem systemout.println machen. Könnt ihr dann das wieder genauso ausgeben, dann wieder mit dem Namen TOD tot. Das heißt, wenn der und der Spieler runtergefallen ist, ist der tot. Das heißt, wenn, das lernen wir auch in späteren Episoden, if player height gleich 0, wenn tot gleich true. So kann man sich das vorstellen, das lernen wir noch. Aber erstmal können wir das ausgeben und ja, das wäre so die ersten drei Variablen bzw. Datentypen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode.
wo wir dann lernen, wie programmiert man Java-Plugins auf Eclipse. Und es... Ciao.